Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Um das Thema Arbeitszeit geht es heute bei einem Treffen von Bundeskanzler Schröder mit der Spitze des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Quer durch die Parteien wird inzwischen eine Ausweitung der Wochenarbeitszeit erwogen. Die Gewerkschaften lehnen das weitgehend als kontraproduktiv ab. Sowohl der Präsident des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall Kanne Gießer als auch IG Metall-Vize Huber erklärten aber im ARD-Morgenmagazin, Ziel müsse es sein, der Konjunktur neuen Schwung zu geben und Arbeitsplätze zu erhalten. Dafür müsse auch der Flächentarifvertrag flexibel gehandhabt werden. Er wird sich in so schwierigen Zeiten nur dann bewähren können, wenn er weiterhin die Möglichkeit Betrieben gibt, auf ihre besonderen Möglichkeiten, auf ihre besonderen Gegebenheiten hin, sich innerhalb bestimmter Bandbreiten anzupassen. Sonst wird er zu starr und ein wichtiges Instrument, was uns eben noch fehlt, ist nicht nur nach unten die Arbeitszeit heruntersetzen zu können, die Arbeitszeitvolumen, sondern auch nach oben. Ein ganz wichtiges Instrument, was noch fehlt. Die Metall- und Elektroindustrie, und das ist die exportintensivste Industrie, ist es so, dass die Anwendung seit über 10 Jahren der Verkürzung der Arbeitszeit in konjunkturellen Krisenfällen, so wie wir das heute bei Opel haben, dass das zu unserem üblichen Instrumentarium gehört. Wie gesagt, das fällt unseren Mitgliedern nicht einfach, weil das mit Entgeltverlusten verbunden ist. Aber die Sicherheit des Arbeitsplatzes, und darauf setzen wir, wird von allen als überragendes Ziel anerkannt. Das Steuerkonzept von Fraktionsvize Merz bleibt in der Union umstritten. Der bayerische CSU-Finanzminister Faltelhauser hält zwar den Ansatz für richtig, kritisierte aber den von Merz favorisierten Stufentarif bei der Einkommensteuer. Auch bei der Streichung der Steuervergünstigungen komme es darauf an, dass die soziale Balance gewahrt bleibe, so Faltelhauser. Er kündigte an, die CSU werde ein eigenes Konzept vorlegen. Die EU-Finanzminister wollen auf Zwangsauflagen für Frankreich im laufenden Defizitverfahren zunächst verzichten. Sie einigten sich in der Nacht darauf, Paris noch bis Ende des Monats Zeit zu geben, neue Sparvorschläge vorzulegen. Die Kontroverse über den Stabilitätspakt dürfte trotzdem weitergehen, denn Österreich, Finnland und die Niederlande sind gegen den versöhnlichen Kurs. Neben Deutschland wird Frankreich im kommenden Jahr erneut das Ziel verfehlen, sein Defizit unter 3% des Bruttoinlandsproduktes zu halten. Im Irak sind bei einem Bombenanschlag in der Stadt Kerbela mindestens 2 Menschen ums Leben gekommen, mehrere sollen verletzt worden sein. Der Sprengsatz war in einem Auto gegenüber einem Hotel deponiert. Die Detonation beschädigte das Gebäude schwer. Nach Angaben eines Militärsprechers handelt es sich bei den Opfern um Iraker. Über die Hintermänner des Anschlags ist noch nichts bekannt. Der US-Kongress hat den Weg freigemacht für die von der Regierung geforderten Milliardenzahlungen für das Engagement im Irak und Afghanistan. Das Budget ist für die Finanzierung der militärischen Einsätze und den Wiederaufbau vorgesehen. Nach einer kontroversen Debatte gab jetzt auch der Senat 87,5 Milliarden Dollar frei. 65 Milliarden Dollar davon sollen im kommenden Jahr für den Militäreinsatz vor allem im Irak ausgegeben werden. Die evangelische Kirche in Deutschland wählt heute eine neue Führungsspitze. Zunächst werden 14 Mitglieder des EKD-Rates bestimmt. Mit Spannung wird die Wahl des neuen Ratsvorsitzenden erwartet. Der bisherige Amtsinhaber Kock geht mit 67 Jahren in den Ruhestand. Gute Chancen auf seine Nachfolge werden sowohl der hannoverschen Landesbischöfin Käßmann als auch dem Bischof von Berlin-Brandenburg Huber eingeräumt. Sollte sich Käßmann durchsetzen, wäre sie die erste weibliche Repräsentantin der mehr als 26 Millionen Protestanten in Deutschland. Beim Bundesverfassungsgericht steht heute das Ladenschlussgesetz auf dem Prüfstand. Die Karlsruher Richter verhandeln über eine Verfassungsbeschwerde der Kaufhof AG. Das Unternehmen sieht sich durch das Öffnungsverbot nach 20 Uhr sowie an Sonntagen gegenüber Tankstellen, Bahnhofsgeschäften und Läden in Flughäfen benachteiligt, weil diese frei über ihre Öffnungszeiten entscheiden können. Nach der Flutwelle im Norden der indonesischen Insel Sumatra ist die Zahl der Toten auf mindestens 83 gestiegen. Die Rettungskräfte haben nur noch wenig Hoffnung, etwa 100 Vermisste lebend zu bergen. Das Unglück ereignete sich nahe der Stadt Bahorok am Rande eines Nationalparks. Nach heftigem Regen war ein Fluss über die Ufer getreten. Das Wetter: nordöstlich der Elbe Schauer, sonst überwiegend heiter und trocken. Temperaturen zwischen 8 und 15 Grad. Die Tagesschau meldet sich wieder um 10 Uhr. Thank you.
Guten Morgen, meine Damen und Herren. Die Diskussion um die Arbeitszeit ist heute ein zentrales Thema des Treffens von Bundeskanzler Schröder und der SPD-Führung mit der Spitze des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Quer durch die Parteien wurden inzwischen Stimmen für längere Wochenarbeitszeiten laut. Die Gewerkschaften lehnen das ab. Im ARD-Morgenmagazin sprachen sich der IG Metall-Vize Huber und der Präsident des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall Kannegießer für eine flexible Handhabung des Flächentarifvertrags aus. Er wird sich in so schwierigen Zeiten nur dann bewähren können, wenn er weiterhin die Möglichkeit Betrieben gibt, auf ihre besonderen Möglichkeiten, auf ihre besonderen Gegebenheiten hin, sich innerhalb bestimmter Bandbreiten anzupassen. Sonst wird er zu starr, und ein wichtiges Instrument, was uns eben noch fehlt, ist nicht nur nach unten die Arbeitszeit heruntersetzen zu können, die Arbeitszeitvolumen, sondern auch nach oben. Ein ganz wichtiges Instrument, was noch fehlt. Für die Metall- und Elektroindustrie, und das ist die exportintensivste Industrie, ist es so, dass die Anwendung seit über 10 Jahren der Verkürzung der Arbeitszeit in konjunkturellen Krisenfällen, so wie wir das heute bei Opel haben, dass das zu unserem üblichen Instrumentarium gehört. Wie gesagt, das fällt unseren Mitgliedern nicht einfach, weil das mit Entgeltverlusten verbunden ist. Aber die Sicherheit des Arbeitsplatzes, und darauf setzen wir, wird von allen als überragendes Ziel anerkannt. Das Steuerkonzept von CDU-CSU-Fraktionsvize Merz bleibt auch innerhalb der Union umstritten. Der bayerische Finanzminister Faltelhauser, CSU, hält zwar den Ansatz für richtig, kritisierte aber den von Merz favorisierten Stufentarif bei der Einkommensteuer. Auch bei der Streichung der Steuervergünstigungen komme es darauf an, dass die soziale Balance gewahrt bleibe, so Faltelhauser. Er kündigte ein eigenes CSU-Konzept an. Kritik an Merz kam auch vom DGB. Insbesondere die beabsichtigte Absenkung des Spitzensteuersatzes sei nicht vermittelbar. Die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland, EKD, ist am Morgen in Trier zusammengetreten, um eine neue Führungsspitze zu wählen. Gute Chancen auf den EKD-Ratsvorsitz werden der hannoverschen Landesbischöfin Käßmann und dem Bischof von Berlin-Brandenburg Huber eingeräumt. Der Ratsvorsitzende ist der höchste Repräsentant der 26,5 Millionen evangelischen Christen in Deutschland. Die EU-Finanzminister haben Frankreich im laufenden Defizitverfahren mehr Zeit eingeräumt. Paris soll aber spätestens Ende des Monats detaillierte Sparvorschläge vorlegen. Sonst drohen Zwangsauflagen. Die Debatte über den Stabilitätspakt dürfte nun weitergehen, denn Österreich, Finnland und die Niederlande sind gegen den versöhnlichen Kurs. Neben Deutschland wird Frankreich im kommenden Jahr erneut das Ziel verfehlen, sein Defizit unter 3% des Bruttoinlandsproduktes zu halten. Der US-Kongress hat das von Präsident Bush geforderte Milliardenpaket für das Engagement im Irak und in Afghanistan bewilligt. Das Budget ist für die Finanzierung der militärischen Einsätze und den Wiederaufbau vorgesehen. Nach einer kontroversen Debatte gab nach dem Repräsentantenhaus auch der Senat 87,5 Milliarden Dollar frei. 65 Milliarden davon sollen allein für den Militäreinsatz ausgegeben werden. Wir melden uns wieder mit der Tagesschau um 12 Uhr.